Ja, dann herzlich willkommen zum zweiten Tag vom Band Realities. Wir freuen uns sehr, dass Bastian Kreschake mit seinem OpenSAP den eröffnet. Ja, zum Thema Gentests und vor allem genetische Daten offenlegen, das ist ein heiß umstrittenes Thema und es hat auch viele Gefahren im Umgang mit unserer Gesellschaft über die Seite, aber extrem offen, finde ich, informiert. Und ja, wir freuen uns von Ihnen, mehr darüber zu hören, wer wir selber sind. Dankeschön. Ich habe gehört schon irgendwie aus dem Publikum, dass viele Leute jetzt vielleicht nicht die super Digital Natives sind und auch nicht unbedingt die Experten für Genetik. Deshalb fangen wir mal ganz langsam an. Und zwar, was ist eigentlich irgendwie dieses genetische Testen? Es gibt irgendwie verschiedene Firmen, die das mittlerweile anbieten, wo man genauso wie man seine Bücher online mittlerweile bestellen kann, seinen Gentest online bestellt. Also man kauft sich das online, zahlt mit Kreditkarte, dann wird per Expressbote aus den USA so ein kleines Probenröhrchen, so eins hier nach Hause geschickt, da spuckt man einfach rein, schickt es per Expressbote zurück und ein paar Wochen später bekommt man irgendwie die Ergebnisse von seinem eigenen Genom zurück. Und damit man vielleicht verstehen kann, warum das irgendwie spannend ist, müssen wir nochmal ein bisschen zurückgehen, und zwar hier 1850 nach Brno, wo der gute Gregor Mendel irgendwie als Mönch lustig Erbsen gezüchtet hat. Und die große Frage, die ihn beschäftigt hat, was ist eigentlich, wenn man irgendwie diese zwei verschiedenen Varianten von Erbsen miteinander kreuzt. Und er war nicht der Einzige, der sich darüber Gedanken gemacht hat, denn irgendwie der gute Mensch, der mir noch ein bisschen näher am Herzen liegt, hier Charles Darwin, hat sich das Gleiche gefragt zur gleichen Zeit und wusste von Mendel leider nichts. Denn für ihn war die Frage, wenn ich irgendwie zwei Organismen miteinander kreuze, wie funktioniert das eigentlich mit Evolution? Denn was man sich ganz naiv vorstellen könnte und was seine Befürchtung war, war das, was man hier unten hoffentlich trotzdem sehen kann, nämlich, dass es einfach miteinander vermischt und dann kann eigentlich Evolution nicht mehr stattfinden, weil irgendwie alles zum Einheitsbrei wird. Die Alternative, die Mendel irgendwie gefunden hat, ist, dass es eben das eine oder das andere sein kann am Ende. Und irgendwie nochmal veranschaulicht das Ganze irgendwie normalerweise, wir haben zwei Elternteile und die haben jeweils auch von ihren Eltern zwei verschiedene Merkmalsausprägungen bekommen. Hier jetzt ganz einfach groß A oder klein A. Und was Mendel eben durch seine Kreuzung herausgefunden hat, ist, dass eben genau das tatsächlich passiert. Wir haben also von mütterlicherseits groß A, klein A und von väterlicherseits, und dann gibt es diese vier verschiedenen Varianten und am Ende bleiben zwei verschiedene Möglichkeiten über. Entweder ist es wieder rot oder ist es wieder grün. Und dann als kleinen Trick dazu noch, manchmal reicht das schon, wenn man einmal groß A hat, um rot zu sein. Das sind dann die sogenannten dominanten Merkmale. Und bei anderen braucht man eben zweimal die Kopie, damit es ausgeprägt wird, dass es jetzt ist. So, die gute Frage ist jetzt, warum erzählst du uns das eigentlich? Und das ist irgendwie ganz cool, weil was man irgendwie machen kann, ist dann, wenn ich meinen eigenen Gendatensatz hier unten habe, weiß ich schon, wenn ich zweimal groß A habe und das ist dominant, dann haben meine Eltern das auch. Das heißt, wenn ich ein Merkmalsausprägung habe, dann weiß ich genauso, dass meine beiden Elternteile das auch haben. Und das Ganze macht man jetzt bei Merkmalsausprägungen mit genetischen Tests eben nicht für ein Merkmal, sondern für ganz, ganz viele. Und man misst nicht mit groß A, klein A, sondern mit diesen vier lustigen Bausteinen, aus denen eben unsere DNA geschrieben wird. Wir haben also diese lustigen Buchstaben A, T und C und G und davon 3,5 Milliarden Stück irgendwie, und die werden eben ausgelesen, oder zumindest ein Teil davon. Und weil jetzt das Auslesen der Buchstaben nicht ganz so spannend ist, gibt es zum Glück irgendwie offene Datenquellen im Internet schon, die eben einem sagen, was man da eigentlich draus lesen kann. Also in diesem Fall, irgendeine Variante ist assoziiert mit dem Risiko für Prostatakrebs, und wer die Variante CC hat, hat das normale Risiko, und wer AC oder AA hat, der hat ein um 1,5 erhöhtes Risiko. Und das heißt, jetzt wenn wir zurückdenken, ich habe AA, das heißt, meine Eltern haben mindestens AC oder auch AA, das heißt, mein erhöhtes Prostatakrebsrisiko sagt mir auch, dass mein Vater ein erhöhtes Prostatakrebsrisiko hat. Und genau das ist tatsächlich eingetreten. Genau, zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, hey, du gehst jetzt zur Vorsorge und nicht irgendwann mal, denn du bist zum einen so alt genug dafür. Und zum anderen, mein Gentest sagt, du bist ein Risikopatient.
Und lange Rede, kurzer Sinn, er hat das erhöhte Risiko, sie haben eine Biopsie gemacht, haben schon Tumorfragmente gefunden, haben ihn operiert, er ist gesund. Also, yay, offene Daten sind gut. Und das funktioniert eben nur, weil Leute das Ganze veröffentlichen unter freien Lizenzen und für alle frei verfügbar. Die Frage ist jetzt natürlich, wie finden wir eigentlich raus, dass irgendwie hier die Variante groß A irgendwie oder A verbunden ist mit dem Risiko für Postkrebs. Und dafür macht man Assoziationsstudien, wo man eben von den genetischen Merkmalen zurückschließen will auf die phänotypischen Merkmale, sei also es die Augenfarbe, wie groß Menschen sind, ob man Prostatakrebs bekommt oder nicht. Und das macht man mit sogenannten genomweiten Assoziationsstudien. Was man im Endeffekt macht, ist, man vergleicht zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die irgendwie ein Merkmal haben, mit denen, die das Merkmal nicht haben, sei es blaue Augen, Prostatakrebs, blonde Haare, was auch immer. Und dann liest man eben aus, was haben die eigentlich für genetische Merkmale. Man sieht, hier wäre irgendwie die grüne Merkmalsausprägung hat, haben alle diese genetische Variante, da gewohnt sind, haben die andere. Und schon kann man auch einmal sagen, na gut, wenn man bei dir die rote genetische Variante sieht, wirst du vermutlich auch die rote Merkmalsausprägung haben. Das Problem dabei ist dann dummerweise, dass irgendwie man relativ viele Studien machen muss und relativ viele Leute haben muss, damit man das rausfindet. Also irgendwie mit dieser Stichprobengröße und Leuten, die man sich anschaut, funktioniert das nicht, sondern man braucht richtig, richtig viele Leute, am besten 10.000 oder 100.000. Und irgendwie hier für Parkinson's wurde das Ganze gemacht und die Leute haben sich tatsächlich 95.000 gesunde Menschen und 13.000 Parkinson-Patienten anschauen müssen, um diese Merkmale rauszufinden, die mit Parkinson korrelieren. Und auch wenn Gentests mittlerweile so billig sind, dass man die zu Hause machen kann, für einen Gentest, wenn man das irgendwie mit großen Datensätzen machen will, wird das richtig, richtig teuer. Und das ist der Grund, warum irgendwie Anbieter von Gentests wie 23andMe zum Beispiel ihre Daten verkaufen an Pharmafirmen. Irgendwie Anfang des Jahres in den Medien war, dass 23andMe ihre Daten verkauft für 60 Millionen US-Dollar an Genentech. Und irgendwie eine Woche später war es dann, dass auch Pfizer jetzt Zugriff auf die Daten bekommt, die ebenfalls relativ gut dafür bezahlen. Also wenn das nächste Viagra rauskommt, dann vielleicht natürlich sehen, die Daten verkauft wird. Das Problem bleibt natürlich, dass irgendwie, wenn Pharmafirmen das haben und irgendwie überhaupt das mit kommerziellen Interessen gemacht wird, dann kann man sich vorstellen, dass das Ganze nur in eine bestimmte Richtung funktioniert, also Viagra zu erforschen, das ist cool. Malaria für Leute, die Malaria-Medikamente nicht bezahlen können, wird halt eher leider nicht gemacht. Aber mit offenen Daten kann man irgendwie das umgehen. Irgendwie, wir sind nicht die Ersten, die das rausgefunden haben, dass das cool ist, sondern 2005 Thomas Friedman schon, der sagte, naja, wenn irgendwie das menschliche Genom entschlüsselt ist und frei verfügbar ist, dann kann der nächste große Durchbruch in der Biomedizin auch von einem 15-Jährigen in Ägypten gemacht werden. Und was man davon braucht, ist eben die universelle digitale Public Library, von der Dieter Singer irgendwie auch schon vor 4 Jahren schwärmte. Und die Frage ist, gibt es Leute, die ihre Gendaten frei veröffentlichen wollen? 2011, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, da gab es das. Die Leute haben ihre Daten hochgeladen auf ihre eigenen Webseiten zu irgendwelchen Repositories, wo normalerweise Programmcode veröffentlicht wird. Und das war alles eher nicht so cool, weil die Links funktionierten nicht mehr, die Datensätze waren nicht standardisiert, die Leute waren nicht zu erreichen. Und das Ganze war irgendwie relativ unstrukturiert und organisiert und macht überhaupt keinen Spaß. Also war unsere Idee irgendwie dann vor 4 Jahren zu sagen, na gut, wie wäre es dann, wenn wir eine zentrale Anlaufstelle machen. Und die zentrale Anlaufstelle, wo Leute eben ihre Daten hochladen können, die dann frei verfügbar sind für alle, jeder kann damit machen, was er möchte. Die Leute sollen irgendwie zu kontaktieren sein, also wenn ich Nachfragen habe und vielleicht mehr Informationen brauche, sollen die Leute anschreibbar sein. Und ja, das ist so die Grundidee. Und irgendwie, weil nur Gendaten alleine helfen natürlich nicht, wie wir gesehen haben, wir brauchen die genetischen Daten und die Merkmalsausprägung, sonst kann man irgendwie nichts daraus ableiten. Deshalb wollen wir irgendwie möglichst viele Daten von den Leuten haben. Also genetische Daten, die Leute sollen eintragen, was ihre Merkmalsausprägungen sind, was ist deine Haarfarbe, deine Augenfarbe, welche Krankheiten hast du, wie fit bist du eigentlich, all solche Sachen. Und um es irgendwie noch ein bisschen nützlicher zu machen für auch andere Leute, ist, wir wollen auch irgendwie die Primärliteratur gleich mit irgendwie Text und Data meinen. Also wenn Leute wissen wollen, hey, welche genetischen Varianten gibt es eigentlich, die irgendwie die Augenfarbe vorhersagen, dann sollen die Leute bei uns nachgucken können und kriegen die Antworten raus. Soweit irgendwie die Idee und das haben wir gemacht und Leute waren auch so nett, das Ganze schon ein bisschen zu benutzen.
was man eben jetzt sieht, ist hier eine Webseite, dann, wo genau eine genetische Variante besprochen wird. Diese hier mit diesem kryptischen Namen, auf welchem unserer 23 Chromosome das liegt, an welcher Stelle, weil ich eingeloggt bin, auch was meine Variante ist. Und hier sieht man dann auch direkt, okay, ich habe das 1,3-fache Risiko für Typ 2 Diabetes und eben die übergewichtig zu werden. Und was man eben auch sieht hier, andere Benutzer, die auch die gleiche Variante haben, sind 540 Stück schon. Dann, die Leute sollen auch eintragen, was ihre Merkmalsausprägungen sind, wenn sie dazu Lust haben und sich trauen. Und auch das wird gemacht. Also es fängt an bei harmlosen Dingen wie Augenfarbe, mal links oder rechts, da ist Größe, das Geschlecht, ob man Farben sehen kann oder nicht. Und an der Stelle, Entschuldigung, dass ich gerade rot und grün benutzt habe, irgendwie vorne. Laktoseintoleranz und es geht eben hier auch zu spannenden Dingen, irgendwie tatsächlich, ob man Krebs hat. Und wenn ja, was verwenden. Und Leute sind irgendwie auch ganz erpicht darauf, weil diese ganzen Fragen hier kommen nicht von uns, sondern von den Benutzern selbst. Wenn Benutzer Interesse haben, andere Benutzer zu fragen, was ist eigentlich eine politische Orientierung, bist du mehr links oder rechts, dann wird auch das gefragt und Leute beantworten das und vielleicht irgendwann wird es die genetische Variante für politisch konservativ geben. Und wie gesagt, was wir auch irgendwie machen wollen, ist, dass die Leute möglicherweise, wenn sie irgendwie sich selbst tracken mit irgendwie verschiedensten Tools, wie sie schlafen, wie viel sie sich bewegen am Tag, das mit hochladen, dann irgendwie, dass ich das 1,3-fache Risiko habe für Typ 2 Diabetes und übergewichtig zu werden, ist vielleicht nicht mehr so spannend, wenn ich jeden Tag 15 Kilometer schon bewege. Und was eben auch wichtig war für uns war der Zugriff, die Daten sollen eben nicht verteilt sein, die Leute sollen vielleicht rausbekommen, weshalb wir irgendwie verschiedenste Methoden anbieten, genau das zu erreichen. Und das machen die Leute auch. Und die Frage ist, laden Leute eigentlich Daten hoch? Die kurze Antwort ist ja. Mittlerweile sind wir bei fast 2000 genetischen Datensätzen. Also 2000 Leute haben sich bereit erklärt, ihre Daten wirklich in die Public Domain zu geben. Das heißt, es gibt No Strings Attached. Wer irgendwas mit den Daten machen möchte für irgendeinen Zweck, hat das komplette Recht dazu. Und natürlich die große Frage ist dann, werden die Daten eigentlich auch benutzt? Und es gibt eben verschiedene Use Cases, wo Leute die Daten schon benutzt haben. Das eine ist Code Review. Wer irgendwie Programmierer ist, kennt das vielleicht, dass eben der große Vorteil von Open Source ist. Der Quellcode ist offen, andere Leute können den Quellcode lesen, Fehler finden und beheben. Beim genetischen Code funktioniert das zumindest bis zu dem Schritt des Behebens ganz gut. Genetische Defekte zu beheben, können wir noch nicht so gut auf der tatsächlich ursächlichen Basis, aber schon mal rauszufinden, was eigentlich schiefläuft, das funktioniert. Leute sind auch interessiert daran herauszufinden, wo kommen die eigentlich her? Also gerade irgendwie im US-amerikanischen Bereich ganz spannend, wo sind meine Vorfahren her eingewandert und so weiter. Dann auch spannend für den Einzelnen, wie gut funktionieren eigentlich Medikamente bei mir? Muss ich irgendwie mehr oder weniger Schmerzmittel nehmen als andere Menschen, um den gleichen Effekt zu erreichen? Darf ich bestimmte Medikamente überhaupt benutzen oder habe ich irgendwelche Nebenwirkungen, die andere Leute vielleicht nicht haben? Dann natürlich auch spannend sind eben Replikationsstudien, also kann ich was schon publiziertes nachkochen mit den Daten, die irgendwie in OpenStreetMap hochgeladen sind. Und genau wie auch jetzt angesprochen, Privatsphäre, Datenschutz, das ist ein großer Punkt, der auch erforscht wird tatsächlich mit solchen offenen Daten eben. Und letztes Jahr hier irgendwie haben wir auch schon das Beispiel über Kunst gesehen, das kann ich vielleicht gleich irgendwie vorspielen. Dann Code Review als erster Schritt irgendwie. Das ist eine E-Mail, die tatsächlich an mich geschickt wurde irgendwann, nachdem meine Daten frei verfügbar waren. Das war ein Humangenetiker aus England, der meine Daten gesehen hat, hat die mal selbst analysiert und mir gesagt, okay, ich habe geschaut, du bist Westeuropäer, sagt dein Genom, was mich jetzt weniger überrascht hat, und du hast eigentlich nicht so richtig spannende genetische Auffälligkeiten. Also es gibt irgendwie eine schwache Assoziation für eine Herzkrankheit, aber da solltest du dir keine Sorgen machen. Und übrigens, deine Eltern sind nicht miteinander verwandt, also auch da entfernt quasi. Okay, irgendwie nett. Und der gleiche Mensch macht auch im nächsten Schritt irgendwie noch ein bisschen weiter, weil in England vor ein paar Jahren irgendwie wurde das Skelett gefunden unter einem Parkhaus. Und das gehörte zu Richard III. Und irgendwie die Engländer sind ja immer noch ganz erpicht auf ihre Monarchie und fanden das ganz spannend, wer irgendwie da mit dem verwandt sein könnte. Und was man eben sehen kann, ist, dass hier unten diese drei Leute, die ihre Daten frei verfügbar gemacht haben, sind verwandt mit Richard III. Also Glückwunsch an die drei, vielleicht die Thronfolge nochmal überdenken. Und Privatsphäre. Was ich gerade gesagt habe, ist ja, wie man von den genetischen Daten schließen kann auf
die Merkmalsausprägung, aber das funktioniert natürlich auch genauso gut andersrum. Also wenn man diese Verbindung herstellen will, macht man ja im Endeffekt genau das. Und das wird nun zu einem Problem und irgendwie auch ganz spannend ist, wie man eigentlich, also was man aus den genetischen Daten in Sachen Merkmalsausprägung schon vorhersagen kann. Und seit kurzem gibt es in den USA eine lustige Firma, die quasi diese Snapshot-Predictions machen möchte, also im Endeffekt Phantombilder erzeugen aufgrund von genetischen Daten. Und was die sagen, ist, dass die Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe und irgendwie noch andere Dinge auch relativ genau vorhersagen können, eben um aus dem genetischen Profil dann sowas zu erzeugen. Und angeblich soll das ganz gut funktionieren. Ich bin da ehrlich gesagt sehr, sehr skeptisch, wie gut das funktioniert, weil das sind alles Sachen, die relativ schwer genau festzustellen sind. Also bevor ich irgendwie aus einer Haarprobe die Haarfarbe bestimmen möchte, würde ich vielleicht einfach mir das Haarmann mal genauer anschauen, ehrlich gesagt. Aber ganz spannend auf der anderen Seite ist nämlich genau dieses De-anonymisieren von Daten, die frei verfügbar sind, basierend auf der Merkmalsausprägung. Also ich weiß von einer Person, was ihre Augenfarbe ist, was ihre Haarfarbe ist und wie groß sie ist und andere Dinge und versuche dann aus einer Menge von Datensätzen, genetischen Datensätzen herauszufinden, welcher Datensatz zu dieser Person gehört. Und da wurde vor ein paar Wochen veröffentlicht, genau das, was mit unseren Daten gemacht wurde. Eben die Leute kennen Augenfarbe, Haarfarbe, finden dann in unserer Datenbank den Datensatz, der am besten dazu passt und vermutlich zu der Person gehört und können dann natürlich wieder Vorhersagen machen auf andere Dinge, die Leute nicht preisgegeben haben. Also in diesem Fall eben, ich weiß, wie du aussiehst, deshalb weiß ich, was dein Datensatz ist und deshalb kann ich sagen, ob du Alzheimer bekommst oder nicht. Das ist zumindest, was die Leute sich erwünscht haben. In der Praxis funktioniert das irgendwie leider in Führungsstrichen nicht ganz so gut, was sie gezeigt haben, sehen. Dass, wenn sie nur das Geschlecht wissen, also sie haben irgendwie 10 verschiedene Leute, die sie zuordnen wollten, nur basierend auf den Merkmalsausprägungen. Wenn sie nur das Geschlecht wissen, haben sie in 1 von 10 Fällen nicht, das ist genau, was der Zufall quasi erwarten würde. Dann irgendwie, wenn sie das Geschlecht und die Augen oder die Hautfarbe wissen und die Haarfarbe wissen, dass jeweils, je mehr Informationen sie haben, desto genauer können sie aus diesen 10 Datensätzen den richtigen herauspicken. Aber das Ganze funktioniert, wie gesagt, bei 10 Datensätzen bislang. Sie haben es auch versucht mit irgendwie um die 100 Datensätzen und da ist die Genauigkeit schon wieder sehr schlecht. Aber es zeigt eben, dass auch Merkmalsausprägungen, die man preisgibt von sich, die man vielleicht als unproblematisch sieht, also natürlich jeder mag darf meine Haarfarbe, meine Augenfarbe wissen, kann irgendwie in der Menge der Metadaten dazu genutzt werden, irgendwie meine vermutlich anonymen Daten wieder zurückzuverfolgen. Und ja, wir weisen darauf hin, dass das irgendwie problematisch ist und was die Probleme sind, wenn die Leute sich anmelden. Denn wir wollen irgendwie nicht, dass die Leute sich keine Gedanken machen, ihre Daten veröffentlichen und nachher ganz traurig sind, weil irgendwas passiert. Deshalb, das hier ist unser gesamter Terms of Service. Also wer sich bei Facebook anmeldet oder bei iTunes oder wo auch immer, hat bestimmt nicht alles gelesen. Das hier würde ich sagen, ist, wenn man sich irgendwo registriert, kann man nochmal komplett lesen. Und was wir dem sagen ist, im ersten Schritt, okay, du kannst die Daten hier hochladen, die werden frei verfügbar gemacht für jeden. Jeder kann die runterladen, das heißt, du kannst sie zwar bei uns löschen, aber das heißt nicht, dass die Daten dann verschwunden sind, weil eben der bestimmt die schon mal runtergeladen haben und kann damit machen, was er möchte. Dann kommt dazu, dass der Zero Privacy irgendwie get over it. Dass eben die Daten, wenn man sie hochlädt, man kann sie pseudonym hochladen, das heißt ohne einen echten Namen, man muss keine echte E-Mail-Adresse angeben, also man muss keinerlei persönliche Informationen über das Genom hinaus dazu angeben, aber das Genom ist eben einmalig und wir haben gerade gesehen, wie man aus den Genomdaten in beide Richtungen quasi Dinge ableiten kann. Außerdem ist dann noch die große Frage, wem gehört eigentlich das Genom. Also mein Genom gehört das mir oder gehört es zur Hälfte jeweils meiner Mutter und meinem Vater? Weil wenn ich meine Daten veröffentliche, dann gebe ich auch die Hälfte deren Ergebnisse eben preis. Weshalb wir den Leuten sagen, bevor ihr das macht, also falls ihr noch irgendwie Eltern habt, die noch lebendig sind und irgendwie ihr Einverständnis geben können oder enthalten, fragt die und wenn die sagen, sie wollen das nicht, dann ladet die bitte auch nicht hoch.
Genau, was sind irgendwie die Sachen, wo Leute die Daten missbrauchen können? Das, was irgendwie die größten Probleme sind, die Leute immer wieder sagen, sind, oh, mein Arbeitgeber könnte das rausfinden, wird mich feuern oder zukünftige Arbeitgeber werden mich niemals einstellen, weil die irgendwie wissen, was für gesundheitliche Probleme ich habe. Dann gibt es irgendwie die Krankenversicherung, die mir keine Versicherungspolice mehr geben würde, weil ich irgendwie erhöhte Risikofaktoren habe und eine Lebensversicherung bekomme ich nicht. Und außerdem wird der Staat das missbrauchen für was auch immer. Wir wissen alle, der Staat das böse. Deshalb sagen wir, wenn du all das gehört hast und du hast immer noch keine Angst, dann bist du verrückt genug, die Daten hochzuladen. Fahr fort, wir freuen uns darüber. Wenn du Angst hast, bitte, bitte mach es nicht. Lade die Daten nicht hier hoch, weil du wirst es vielleicht irgendwann bereuen und das wollen wir dann nicht. Und das klappt bislang auch eigentlich ganz gut. Also wir haben noch keine erbosten E-Mails bekommen von Benutzern, die gesagt haben, dass irgendwas missbraucht wurde. Im Gegenteil, bislang haben sich die Leute eher gefreut, dass sie irgendwie andere Menschen gefunden haben, die vielleicht ähnliche Krankheiten haben, etc. Und in dem letzten Schritt irgendwie, was auch ganz gut geht mit solchen öffentlichen Gendaten, ist eben sich für Kunst letztes Jahr an genau dieser Stelle hat. Der David, der The Sound of People macht, mein Genom hier als 6-Kanal-Audioaufführung vorgeführt. Und ich weiß nicht. So klang das Ganze. Sehr disharmonisch, aber irgendwie auch ganz spannend. Und das ist auch eigentlich schon von uns. Also wir sind irgendwie ein relativ kleines Team, wir machen das alle in unserer Freizeit. Der Philipp und ich, wir sind beide eigentlich Biologen und machen gerade unseren Doktor fertig. Wenn irgendwas nicht funktioniert an der ganzen Webseite, sind Philipp und ich schuld, weil wir keine Ahnung von Programmieren haben. Helge ist unser Programmierer. Wenn irgendwas funktioniert, dann ihm danken. Und Julia und Samantha sind unsere beiden Beta-Tester, die dafür sorgen, dass überhaupt irgendwas funktioniert. Und irgendwie nochmal ein ganz großes Danke geht an John Wilbanks, der uns irgendwie seit Anfang unterstützt hat mit Rat und Tat und irgendwie moralischem Support. Und mittlerweile 3700 Benutzern, die irgendwie entweder Daten veröffentlicht haben oder die Daten nutzen. Und jetzt können wir gerne die Fragerunde machen. Ja, mal ganz doof gefragt, wie ist das denn jetzt bei Services wie 23andMe? Ich meine, wenn man, also wie ist es denn schon bei denen sozusagen mit Verfolgbarkeit oder wie anonymisiert sind die Datensätze, wenn die weiterverkaufen? Gibt es denn schon auch irgendeinen Ansatz, dass man seine genetischen Daten vielleicht auch von einer Firma, die nicht ganz so freundlich damit umgeht? Also die Frage war für die Aufzeichnung irgendwie, wie gehen die Firmen mit den Daten um, sind die da irgendwie geschützt und wie wird das sichergestellt und gibt es datenschutzfreundliche Alternativen? Die Daten bei 23andMe sind erstmal von außen für niemanden außerhalb der Firma und halt den Kooperationspartnern, die dafür bezahlen, zu erreichen. Das ist, wenn man nicht gerade irgendwie eine Three-Letter-Agency ist, also CIA, FBI, NSA etc., können natürlich sagen, sie hätten gerne Zugriff auf die Daten und kriegen das dann auch, weil das einfach geltendes US-Recht ist. Was Pfizer und Co. an Zugriff bekommen, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich vermute, gar keinen Zugriff direkt sagen, einfach was sie gemacht haben wollen und 23andMe macht das. Ob es datenschutzfreundlichere Alternativen gibt? Nein. Also es gibt eigentlich nur US-Firmen, die es überhaupt anbieten und da hat man dann den gesamten Staatsapparat irgendwie, das Problem bleibt einfach immer bestehen. In Deutschland gibt es keine Alternative direkt aus dem einfachen Grund, dass diese Gentests in Deutschland so semi-legal sind, dank des Gendiagnostikgesetzes, weil in Deutschland dürfen Gentests eigentlich nur gemacht werden, wenn ein Mediziner das anordnet. 23andMe und Co. können das einfach machen, weil wer weiß schon, was man online bestellt und irgendwie durch die Gegend schickt. Und der Test selbst in den USA gemacht, das interessiert die deutschen Behörden eher nicht so. Aber aus dem Grund gibt es keine deutsche Alternative dazu. Die einzige Nicht-US-Alternative, die es gab in Island, ist pleite gegangen. Mich würde interessieren, ganz allgemein, das könnte ich ja ganz gut überreißen, sicherlich noch bei 3700 Userinnen, eine Tendenz zur Offenlegung von Daten, besonders bei Leuten besteht, die eben, sag ich mal, aus ihrer Lebenserfahrung her auch eine andere Kultur.
Team den Umgang mit Anomalie im Sinne von Daten, die man besitzt, abseits von der Norm besitzen. Also würde da beziehungsweise die auch schon, also eben zum Beispiel Krankheiten, Erbkrankheiten haben, die man gewohnt sind, Daten offenzulegen, wo andere Leute eher sagen, so lange es sind, es geht irgendwie kein Stand das an und hoch, ob ihr damit Erfahrungen macht. Die Frage ist also, wer lädt eigentlich solche Daten hoch, um es ganz kurz zu machen. Bereit zu helfen, aber da ja. Für die persönliche Krankenbedingungen, das ist ja das Krank, weil die Krankenkasse sich das halt auch anbieten kann, aber weil sie einfach die Erfahrung gemacht haben, dass der Wert für die Gemeinschaftsleben höher ist als das persönliche Risiko, was man damit einlegen kann. Ja. Es sind hauptsächlich zwei Gruppen, soweit wir das abschätzen können, die Daten hochladen und öffentlich machen. Das eine sind irgendwie die Early Adopter, die sowieso alles neu testen, einfach neugierig sind und das cool finden, das frei verfügbar zu machen. Ich würde sagen, so einer bin ich, weil ich habe irgendwie keinen guten Grund, sonst was zu machen. Und es gibt eben genau die Leute, die tatsächlich Krankheiten haben, wo sie einfach sich Hilfe von versprechen. Also das sind Leute, die vermutlich genetische Krankheiten haben, wo die Ärzte ihnen auch nicht sagen können, was sie eigentlich genau haben, weil das Phänomen relativ unbeschrieben ist. Und es ist so selten, dass die Leute sagen, okay, ich veröffentliche mein Genom und ich veröffentliche irgendwie meine ganzen Symptome und finde hoffentlich anderen Leuten, denen es ähnlich geht. Und das klappt in manchen Fällen auch tatsächlich ganz gut, dass Leute dann sagen, oh, wir haben jetzt irgendwie hier noch 5 andere Leute gefunden und vorher dachte ich, ich wäre alleine. Wir haben jetzt eine Community, auch wenn die sehr, sehr klein ist, und betreiben auf einmal mit 5 Leuten Wissenschaft, obwohl die Leute eigentlich nicht aus dem Bereich kommen. Das ist in dem Sinne auch irgendwie empowering dann natürlich. Zu den Krankenkassen muss man sagen, in Deutschland dürfen Krankenkassen diese Daten gar nicht verwenden. Das ist die andere Seite des Gendiagnostikgesetzes, dass eben der Missbrauch von diesen Daten tatsächlich unter Strafe gestellt ist. Also irgendwie Krankenkassen dürfen die Daten nicht verlangen, Arbeitgeber dürfen nicht, Lebensversicherungen dürfen ab einer bestimmten Höhe der Versicherungspolice, aber sonst nicht. Also es gibt schon Einschränkungen da. Ja, wir dürfen und machen es ja mal zweierlei. Und was heißt dürfen nicht? Also zum Beispiel gibt es ja bei Fragen und bei amtsärztlichen Untersuchungen gibt es genau die Fragen. Und natürlich kann man da auch flunkern, aber eigentlich leistet man mit seiner Unterschrift die Versicherung, dass man das ehrlich nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet hat. Also quasi, also das ist nicht höchstens unter einem, aber es ist ähnlich wie russische Antiklage, die eben liegt beim Amtsärztlichen und an und für sich. Also es gibt so Grauzonen, wollte ich damit sagen, zwischen dem, was, also nicht nur das Dürfen und Sollen zweierlei ist, sondern es gibt auch Grauzonen, wo das eigentlich schon ein der Praxis drin ist. Klar, ich meine, dass man es verbietet, schützt nicht davor, dass Leute es trotzdem machen, aber es gibt zumindest dann irgendwie, also es haben sich Leute schon mal darüber Gedanken gemacht, dass es eben zumindest unter Strafe steht, wenn Leute es trotzdem tun und erwischt werden. Ich meine, viel mehr kann man natürlich auch nicht machen, außer eben zu sagen, niemand darf Gentests machen, was ja gleichzeitig auch gemacht wurde, das hält sich nur niemand dran. Ich habe eher negative Einstellungen von dir zu Pharmafirmen verstanden. Ich kann das einerseits verstehen, andererseits, wenn man bessere medizinische Versorgung in der Gesellschaft heutzutage will, dann haben wir nur Modelle, die eigentlich auf Pharmafirmen aufgebaut worden ist. Und in diese Modelle, je mehr Daten die haben, je mehr Forschung gemacht werden kann und je besser die medizinische Versorgung. Können Sie dann deine Position etwas weiter erklären? Also wo sehen Sie dein Problem? Das Problem, was ich sehe, also die Frage ist, warum meine ich so negativ zu Pharmafirmen eingestellt bin, kurz quasi umzureißen ist. Es gibt, also ich verstehe natürlich den Grund, warum die Daten für sich behalten wollen, denn die wollen Geld damit machen. Gar keine Frage. Aber also gerade bei solchen Projekten wie 23andMe gibt es eben, das ist der einzige Grund, warum niemand sonst darauf Zugriff hat. Also der Grund ist, die wollen ihren Profit maximieren, während gleichzeitig wir insgesamt den Fortschritt um einiges beschleunigen könnten, wenn einfach jeder zu 23andMe gehen könnte und sagt, hey, ich habe eine coole Idee für eine Studie, könntet ihr mal Folgendes machen? Dann wäre irgendwie eben, dann könnten immerhin weiterhin die Pharmafirmen das Ganze machen und jeder andere aber auch, und das wäre cooler.
Könnte 23andMe überhaupt ohne solche Investitionen funktionieren? Könnte 23andMe ohne Pharmainvestitionen funktionieren? Nein, ich glaube nicht. Also der Preis, zu dem sie ihre Testkits und genetischen Tests verkaufen, ist so gering, dass es quasi, ich würde vermuten, gerade kostendeckend ist, um dann wirklich noch Gewinn zu machen, müssen sie quasi extern irgendwie noch Geld eintreiben. Und das heißt, jeder, der einen Gentester macht, bezahlt eigentlich nur zum Teil mit irgendwie monetären Gegenwert dafür. Vielen Dank. Ja, 5 Minuten kurzen Umbau, dann freuen wir uns sehr auf Verena Gumi und Mind Machines. Rauf und runter. Bleibt dabei darauf hinzuweisen, wer mal gerne mit Oculus.